Guten Tag, Frau Königin. Puh, guten Tag, Gärtner. Das Theaterstück König Lindwurm wird dem Zuschauer als Solo-Performance präsentiert. Schauspielerin Viola Streicher schlüpft also während des Stückes gleich in mehrere Rollen. Zieht sie die Krone auf, so ist sie gerade die Königin mit ihrem Kinderwunsch. Das Bühnenbild ist, wie Sie sehen, minimalistisch gehalten, steckt aber dennoch für den Zuschauer voller Überraschungen. Pfefferminze, Zitronenmelisse, Dill, Fenchel, Rosmarin, Thymian, Zimt. Bei ihren Spaziergängen begegnet sie mal dem Gärtner, mal dem Jäger, mal der Stallmeisterin. Und eines Tages begegnet sie einer älteren Dame im Wald, die ihren Kinderwunsch erfüllen kann. Eine Rose soll sie essen, nicht aber deren zwei. Und sie tut es doch. Mit dem Ergebnis, der drachenartige kleine König Lindwurm wird geboren. Mein schönes Kind. Aber auch ein König Lindwurm wünscht sich eines Tages eine Prinzessin. Die ersten beiden Hochzeitsversuche scheitern, die Prinzessinnen gefallen ihm nicht, er frisst sie auf. Bei der dritten, der Schäferstochter, läuft es anders. Denn sie hat sich auf die Hochzeitsnacht vorbereitet. Am nächsten Morgen, als die beiden aufwachen, ist große Aufregung im Schloss. Niemand traut sich in die Kammer. Alle denken, um Gottes Willen, der hat die wieder gefressen. Wer weiß, wie das aussieht. Und dann nimmt sich der alte König doch ein Herz, klopft an die Kammertür und sie ruft von innen, kommt nur herein, steht alles zum Besten. Und in ihren Armen liegt ein wunderschöner junger Prinz. König Lindwurm, ein fantasievolles Stück also über ein Königreich, einen Fluch und einen drachenartigen König Lindwurm auf der Suche nach der Liebe. Ja sagen, sag doch mal ja. Ja!